falls den Roboter neu starten lassen wollen oder er auf der Wiese irgendwo stecken geblieben ist, das Beste ist, einen kurz aus der Ladestation auszuziehen und nachher so schräg vor der Ladestation herzuziehen. Nachher schaltet man, falls er jetzt eingeschaltet ist, dann sehen Sie, dass die Lichter alle blinken oder leuchten. Nachher schaltet man einmal sicherheitshalber aus, kann es lang drücken. So schaltet er nachher aus. Jetzt ist das Licht gleich weg, jetzt ist rausgeschaltet. Zum Starten drücken wir einfach nochmal und so ein paar Sekunden die Taste. Jetzt leuchten alle Lichter. Jetzt haben wir ihm gesagt, okay, Roboter eingeschaltet. Jetzt sagen wir ihm, jetzt frage er im PIN-Code, damit ihn kein anderer benutzen kann. In der Standard-PIN ist 1, 2, 3, 4. Das ist in der Standard-PIN. Und jetzt haben wir ihm den PIN-Code eingeben und jetzt sagt er so, was soll ich denn? Nachher können wir ihm jetzt sagen, bitte fang gleich an zu mahnen und mittelt nochmal bestätigen. Jetzt fang er gleich an zu mahnen. Oder wir sagen ihm Stopp, können wir da Stopp drücken und sagen ihm vor heim schlafen und start zur nächsten Arbeitszeit. Nachher dort drücken, mit der bestätigen, er fährt heim schlafen und das war's.